Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Forest WG. Heute mit dabei die Mina. Hallo. Und der Bayerwald-EP. Hallo. Ich habe hier nochmal eine Schlampe aufgestellt. Ja. Das ist sehr gut. Wo ist denn jetzt der Spacko? Ganz viele. Da läuft auch einer mit der Taschenlampe in der Hand. Siehst du das? Ach. Ja, da hinten. Genau. Ja. Die hauen sich jetzt übrigens gegenseitig aufs Maul, gell? Ja, nur wenn sie Bock dazu haben. Ja. Ja, das ist irgendwie aber auch ein bisschen komisch, dass sie das nicht immer machen. Der eine läuft da hinten in den Hügel hoch. Nein, ist jetzt genau unter mir. Ich baue mal ein paar Mollis. Huch. Nee. Oh ja. Oh ja, Mollis bauen. Ich kann einen bauen, genau. Super. So. Ja, den will ich haben. Wo seid ihr, Scheiße? Mit der Taschenlampe. Ich sehe ihn. Ja, da. Warte mal. Ja, friss. Getroffen. Hey, Idiot. Ja. Genau nein gelaufen. Blöd, Mann. Stirb! Was war das denn gerade für eine Frauenschrei? Habt ihr das gehört? Der ist tot. Der eine ist tot. Habt ihr den Frauenschrei gerade gehört? Ja. Nein. Was war das? Doch, es war die Tante hier, die Tussi. Ich wusste nicht, dass die so schreien. Sind jetzt noch welche da? Ich habe extra drei Mollys gebaut. Oh, ich bin schon wieder am Verdursten, ey. Das ist doch wieder grässlich, ey. Irgendjemand klopft hier. Was? Wie? Hey, was klopfen? Ich höre nichts klopfen. Doch, freilich, hier unten ist die. Wo? Die macht dir was kaputt. Ist das? Können die Bäume auch brennen? Hör die alte irgendwo plären hier. Ja, ich habe sie angezündet. Ja, alles du gut. Du hast gerade den alten angezündet. Der ist jetzt auch tot. Nee, ich habe die Frau angezündet. Also bei mir war das ein Alter. Vielleicht. Aber die hat hier unten gerade geklopft. Vielleicht hast du deswegen auch den Frauenschrei nicht gehört. Die ist bei dir vielleicht transsexuell. Ja. Ah, das kann es natürlich sein. Komm mal runter. Jetzt war's in der Falle. Irgendwo war da auch noch einer. Durch. Guck mal, wir haben einen Karnickel im Stall. Wir nennen ihn Herbert. Herbert Schorsch von und zu Hasenstall. Was rauchst du denn? Bei mir ist da kein Karnickel. Doch. Ah, hier ist übrigens noch ein Lurch auf dem Feuer, ne? Leute, hat den sich gerade einer... Den hab ich gerade da drauf gelegt. Mein Lurch. Lurch? Wo? Nee, nicht in der Falle, Bayer, sondern im Käfig. Hier. Ja, sehe ich nicht. Bei mir ist kein Hase da drin. Ehrlich nicht? Das ist ja blöd. Bei mir auch nicht. Das ist ja behindert. Ja, ist doch gut. Das ist dein Hase. Aber dann könnt ihr mit Herbert Schorsch gar nicht spielen. Ich hol mir mal noch ein paar Schädel von diesen Fidschis hier. Ja, das ist eine gute Idee. Da hinten ist Licht übrigens. Da steht auch... Ah nee, das ist halt... Bayer, du sahst eben aus wie so ein gebückter Typ da. Also wie so ein gebückter Fraggle. Weil da hinten sind Fraggles. Ja, da hinten sind Fraggles. Oh, der hat... Da war eine Alkoholflasche in dem Schädel drin. Wie geil ist das denn? Das ist doch cool. Das sind ein paar Leute, aber die gehen gerade den Berg hoch. Uns was hast du hier fallen gelassen? Hä? Na hier wo ich gerade stehe, hier liegt tonnenweise Zeug noch rum. Ja, weil ich das Ifici kaputt gemacht habe. Hier sind doch nur Steine bei mir. Ja. Achso, bei mir liegt tonnenweise rum. Kann ich die ganzen Lampen fertig bauen? Irgendwie liegt bei dir immer nur tonnenweise was rum. Ja, vielleicht. Ich rauche das falsche Zeug. Lampen bauen. Licht. Fuck, verdammte Axt. Bin daneben gelaufen. Ach, ich dachte, das wäre ein Typo. Was zu essen machen. Nee, ich bin hier gerade falsch gelaufen. Ich brauche was zu saufen, ja, schon wieder. Mein Männchen hat Durst. Ich habe Hunger. Oh, eine Uhr. Schicke Rolex. Hey. Ich gar nicht weiß, was die Leute an den Dingern finden. Ich finde die hässlich. Rolex, ziemlich schön, ne? So, Licht ist hier, guck. Aber alles hell beleuchtet hier. Der Boomer! Jetzt wird endlich fertig, der Mensch. Wie lange brauchen das noch zum Kochen? Hab ich irgendwas zum Essen? Nee, ich habe nur Schokoriegel. Ja. Die Hängebrücke ist hier. Sind wir hier runtergehüpft? Hier ist doch irgendwo. Hier und da. Das ist ja blöd, ich kann den Hasen nicht aufs Feuer legen, ne? Aber ich kann ihn auch nicht töten. Hä?
Eigenartig. Ja, ein bisschen. Du hältst ihn in der Hand zumindest. Das habe ich jetzt gesehen. Ja, und jetzt habe ich ihn wieder da reingesetzt. Ja gut, dann bleibt es halt das Maskottchen. Dann bleibt es halt Schorsch, ne? Ja, eben. Da ist ein Hase vor dir. Ja, ich war zu langsam. Da ist einer, oder? Die kriegst du im Moment ganz schwierig. Ich habe aber Hunger. Ah, hier ein Hasen. Ich leg dir einen drauf. Ich habe gerade einen Hasen geschlachtet. Ja. Die Hase B. Guck. Dankeschön. Du kannst den am einfachsten ist, du erschlägst ihn direkt in der Falle. Das habe ich jetzt gemacht. Was? Du hast George getötet? Nee, der sitzt noch da. Nee, in der Falle. Ach so, ja gut, das. Aber die ist bei mir nicht zugegangen. Der saß einfach nur neben der Falle. Ach so, ja, ist ja wurscht, aber ist egal. Hat ja funktioniert. Das stimmt. Ich weiß halt nicht, ob ich die Falle kaputt mache. Das kann man essen, das weiß ich. Nee, ich mach mal hier was rein, ein paar Lampen hin, weil wir haben ja Schädel, haben wir ja genügend. Hier schön hell wird. Ich hab nichts gehört. So. Also viel heller wird das durch diese Schädellampen aber auch nicht. Naja, nur geringfügig, ne? Aber so ein bisschen wenigstens. Ein bisschen heller ist es, ja. Die müssen wir bloß irgendwo immer wieder wegen hinstellen, platzieren, dann sehen wir auch, ob diese ganzen Spacken hier irgendwo rumlaufen. Sollten wir hier ein paar Fidschis aufstellen. Jetzt ist der Mond wieder weg, das ist echt blöd. Ja, deswegen sind Lampen gar nicht so falsch. Kann ich da irgendwas noch an meine Schädelkeule ranbasteln? Ah, ich brauche hier Sticks. Mir fehlen Sticks. Ich habe auch keine mehr. Was kann man jetzt mit diesen... Ah, ja, Stick. Stick. Ja. Eigenartig. Ich konnte meine Waffe gerade mit... Was fehlt mir Kopf? Gerade mit einem Zahn ausstatten. Ja, mit Zähnen und Federn kann man die Axt ausstatten. Ne, ich meine Schädelkeule. Deine was? Meine Schädelkeule. Ah, die sollen dadurch angeblich härter oder, weiß ich nicht, schneller, besser, toller sein. Ich konnte aber nur ein Zahn konnte ich nur reinmachen. Das ist komisch. Leute, wenn es hell ist, müssen wir unbedingt Expedition Schildkrötenpanzer durchziehen. Ja. Beziehungsweise können wir auch mal zum Boot gehen, da gibt es bestimmt auch Schildkröten. Also ich kann gar nichts hier ausstatten irgendwie. Oh, es wird hell. Ja. Schädelkeulentechnisch. Seltsam also ist bei mir aber ging so. Das. Also meine Schädelkeule konnte ich mit nichts, keinen Zahn drauf machen. Es sei denn, wir haben eine andere Schädelkeule, jeder. Hast du nicht noch diese bestimmte da mit den zwei Händen da dran? Nee, die habe ich gerade irgendwie, hat er die gerade weggeworfen, der Dio. Ach so. Ah, du musst wirklich dieses Hasenmännchen musst du im Ding schlachten. Okay. Dann geht's. Ist die Falle denn auch zugegangen bei dir? Ja, die war gerade zu. So, wollen wir mal hier weiter Holz fällen? Oh, da unten sind Spackos. Die gehen da gerade gebückt lang. Ja, ich sehe direkt am Flugzeug. Ich setz mich mal hin, vielleicht sehen sie mich dann nicht. Oh ne, die man kommen hier rüber. Ja. Okay, einer hat uns entdeckt. Ja, ich hör's. Der sitzt gerade unter der einen Brücke, die noch nicht fertig ist. Oh, bei mir kommen auch welche. Ja, es sind einige. Komm, wir haben Hunger. Ah, komm da. Zwei kommen. Wer ist im Arsch? Drei stehen da noch. Drei, vier. Hinter Stein steht auch noch mal einer. Okay, einer ist nochmal reingelaufen ins Feuer. Genau, die haben sie jetzt gegenseitig angezündet und einer ist hier. Oh, die sind aber schnell umgefallen. Ja, ich habe ja mit meiner Zahnkeule. Ach, hast du auch noch drauf gehauen? Hab die Zahnfee gespielt. Wo sind die anderen zwei jetzt hin? Einer ist noch hier, den zerleg ich gerade. Oh, sorry. Ich jetzt gerade. Du hast mich geschlagen. Ja, ich zerleg gerade den Typen, da bist du wohl. Huch! Ja, ich brauche auch noch ein bisschen was zu essen. Da kannst du die Arme haben. Aber hier Arme ist noch ein ich. Hier ist ein Ganzer. Hier ist ein Ganzer. Ja, ich bin gerade am Knüppeln von dem Kleinen hier. Ach, da ist noch ein Ganzer. Ja. Ah, ich wollte den Körper nicht aufnehmen. Ja, hier liegt noch ein Fuß, wenn jemand will.
Den Kugelkopf. Hier liegt noch ein Arm. Huch. Vorsicht! Nina ist am Metzgern. Nee, Bein kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Nö. Oh, das ist ekelhaft, da muss ich fast ein bisschen kotzen. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Oha. Das war ein Reh. Jetzt hast du viel Fleisch. Ja. Und zwar gutes Fleisch. Nicht das ekelhafte Stinkemorkenfleisch. So, wollen wir mal Richtung Küste aufbrechen? Jetzt hat ja jeder Fleisch und so, ne? Ja, Richtung Dorf, oder? Wegen ich dachte zum Boot. Ah, zum Boot, ja, genau. Okay, dann Abmarsch. Nina, Abmarsch. Weißt, ist? Ja, ich weiß, was es ist. Ich glaube, das Feuerzeug brauchst du gerade nicht. Aber es sieht so hübsch aus. Ja, warte. Oder da. Gut. Verlauf dich nicht, mein Kleiner. Das sind überall Sticks, die nehme ich mal mit. Steine. Ne, Steine bin ich wohl froh. Falsche Beeren. Ja. Schmecken nicht. Die sind ungesund. Sind nix gut. Da brauchen wir Schildkröten. Bei mir stehen übrigens im Speicherstand Schildkröten getötet. Eine. Ah. Ja. Ach, hier ist ein heiliger Baum, Leute, ne? Ach du Scheiße! Das habe ich noch nicht gesehen. Ach, siehst du, dass da jetzt da Leute dranhängen? Ja! Geil, gell? Eklig! Kann ich die abmachen? Ich will die runterholen. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe dich gerade geschlagen. Ja. Ich will die runterholen. Aua, nochmal! Hä? Ich bin noch gar nicht in deiner Nähe. Nee, Bayer. Jetzt sind sie verschwunden. Ja, den haben wir gesehen, den heiligen Baum, ja? Ja. Da kannst du aber kein Ding drauf bauen. Nee, der ist ja auch heilig. Aber da machen wir uns auch noch irgendwie ein Wegchen hierher. Nur die wichtigsten Punkte, weißt, markieren. Richtig. Also mich würde jetzt mal interessieren, was da so langsam mit diesem Glory Hole ist. Ja, nix. Immer noch nix. Ne, die haben das Aussehen wieder ein bisschen angepasst, aber... Ja, da wollte ich ja mal eine Brücke drüber bauen, direkt. Ich glaube, also das geht Seite nicht. Doch, glaube ich, geht sogar. Ich weiß ja nicht, ob du dich da nicht eher totbackst und für die ganze Arbeit. Ja, eben. Das meine ich ja. Weiß auf jeden Fall ein Schiff und das Wasser. Es ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen besser geworden wieder. Ja, es ist halt sehr braun. Aber es ist so sandig. Ja, so blau. Blau, sandig. Die Schäder fürs Wasser waren schon mal besser, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke, die haben sie zurückgesetzt, dass die neu dran arbeiten. Ja, gut, die sind auch schwierig. Ja. Wasser ist ja immer. Hallo, Schildkröte. Ja. Ach ja, da hinter mir ist auch noch eine. Hab eine. Hier sind mehr. Warte, hier auch. So, und jetzt kriegst du da auch Fleisch raus. Ja. Aus den Schildkröten. Das finden wir sehr gut. Warum treffe ich jetzt die nicht? Das sah eben gerade voll eklig aus. So eine halbe Schildkröte. Ja, genau. So war das auch, als die eingeführt wurden. Also als sie die reingepatcht haben. Ja, da konnten sie nicht auch das. Wie viele Schildkröten sind denn hier? Mach die nicht alle tot, ne? Wir brauchen nicht so viele. Ja und? Ah, hier liegt noch ein Panzer. Ich kann keinen Panzer mehr mitnehmen. Oh, hier kommen schon wieder zwei aus dem Wasser rausgekrochen. Ja, lass die jetzt gehen. Lass die doch. Koffer. Die müssen sich ja auch noch vermehren können. Koffer! Ja, ich habe schon gefunden. Ich bin schon dabei hier, fleißig. Ich kann hier, wie ich hier schon wieder keinen Koffer aufmachen kann. Echt nicht? Doch, den einen oder anderen kann man aufmachen. Also ich kann die eigentlich alle aufmachen. Hier sind Gräber. Ja. Seit wann gibt's denn das? Das können vielleicht auch von den Ureinwohnern kommen. Ich habe ein Foto. Ich habe eine Kassette. Da liegt und ein Foto. Ja. Und eine Kassette, ja. Juni 82. Ja, mit dem Das war vor meiner Zeit. Ja. Da war ich ein Jahr alt. Aha. Und da war ich schon älter. Da war ich noch Quark. Quark. du kannst da nicht viele Koffer öffnen. Also ist so. Leider. Da müssen wir mal zum Boot rüber, oder? Ja. Ich hab gerade nur ein bisschen Angst, weil man hier die Haie ja noch schlechter sieht. Ich bin einmal von einem Hai getötet worden. Das war nicht witzig. Wir müssen eigentlich mal wieder in die eine Höhle, wo dieses Tauchgerät drin war. Ihr müsst mal unter Wasser gucken. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Geht. Ich hab ein Tauchgerät. Ich hab ein... Nee, kein Tauchgerät, ich habe so ein Air-Kanister. Und eine Yachtzeitschrift. Ich mache jetzt gleich erstmal Musik hier. Ah, ich habe auch eine Yachtzeitschrift. Die Muschiklaus Fotos. Aber keine Axt, Leute. Nee. Aber ein Seil immerhin. Wo sind die Muschiklaus Fotos? Ach, da. Die liegen da auch. Ja, dann ist die Axt wahrscheinlich im Dorf. Ja, dann ist das der Weg. Wie kriege ich das blöde Foto wieder weg?
Der macht das automatisch weg. Ja, sonst drück mal Q. Ach genau, ja. Oh, nee, hi, da kommen wir. Nö. Wo? Ich bin nämlich hinterm Boot kommt gleich einer. Scheiße, ich ersticke gleich. Wo bist du? Also ja, ich sehe keinen Hai. Ich bin wieder raus. Ich schwimme schon Richtung Land. Ja, ich nehme gerade hier die Seile noch mit. Die habe ich schon mit. Wenn ihr Haie sagt, bin ich weg. Also hier ist nichts. Stimmt, da unter Wasser schaut es gar nicht so schlecht aus. Nee, geht eigentlich. Echt? Ja, ein bisschen diesig. Meiner ist so. Mal ins Wasser gesprungen und hat gemeint, er muss einfach mal es hinnehmen. Ich mache jetzt mal Musik. Play. Geht das überhaupt? Wie geht denn das? Du musst die Kassette mit dem CD-Player, also mit dem Kassettenplayer kombinieren und dann kannst du... Ja, ich hab einmal Rick Gold habe ich als Kassette und einmal Fatal Request. Ich weiß nicht, welche ich reingemacht habe. Weiß ich nicht, ich hab Durst. So, habe ich jetzt kombiniert? Und dann? Mach naja. Da noch rein oder was? Nee. Ja, doch, bei mir Restores Energy. Hä, aber du kannst auch mit auf Play drücken. Wenn du den anklickst mit linker Maustaste. Headbanging! Kommt bei mir keine Musik an. Wo ist denn das? Schade. Keine Ahnung. Es müsste doch hier irgendwie rein sein. Ah, hier ist ein Baustellenschild. Komm mal mit. Ein Baustellenschild? Ja. Was? Ein Hammer. aber das muss der nicht natz dich? Weiß ich nicht, wo ist denn der hingekommen? Da hinten ist er noch. Ich würde sagen, dass wir hier die Folge beenden und uns auf dem Dorf in der nächsten Folge machen, auf dem Weg dahin. Genau. Genau. Tschüss. Beim Headbanging. Ciao. Tschüss.